Dieses Mal ist es der Granjas Wegbereiter. Wir müssen eine Mindestrestzeit von 32 Sekunden erreichen. Dabei können wir ein S2-Fahrzeug, was maximal in 998 getunt ist, nehmen, egal welches. Das Fahrzeug, mit der ich dieses Mal die Herausforderung abschließen möchte, ist nicht die optimalste Auswahl. Da gibt es definitiv bessere Fahrzeuge. Aber ich habe mich aus einem gewissen Grund für den AMC Gremlin X von 1973 entschieden. Denn dieses Fahrzeug kostet nur 35.000 Credits und somit haben auch neuere Spieler, die noch nicht lange im Game sind, die Möglichkeit, die Herausforderung sehr einfach abzuschließen. Natürlich kommt dann noch die Tuningkosten obendrauf. Tuning-Einstellung von Stevio 2175. Der Wegbereiter befindet sich da in der Nähe von San Juan. Dort fahren wir dann einfach noch ein Stückchen weiter nach oben. Wir starten oberhalb von dem Strommast. Von hier aus ist jetzt wichtig, wir geben Vollgas und halten jetzt auch die ganze Zeit Vollgas. Das machen wir. Fahren runter durch das Tor, starten dann den Wegbereiter. Links hier durch. Haben wir hier so ein bisschen so. Ja, ihr seht es jetzt. Wenn wir jetzt hier an diesem Baum vorbeifahren, sind wir richtig. Hier ist jetzt ein bisschen ruckelig. Hier jetzt nicht irritieren. Ihr haltet einfach hier geradeaus rein. Keine Panik. Hier kommen wir dann auf diese Straße. Hier fahren wir dann jetzt weiter geradeaus, kommen dann auf die Brücke drauf. So, jetzt sind wir auf der Brücke drauf, halten weiterhin Vollgas, immer halten. 32 Sekunden müssen wir erreichen. Und ihr seht, wir haben es erledigt. Bis zum nächsten Video. Ciao.